Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir daten weiter Age of Wonders 3. Und wir werden das diplomatische Menü verlassen und uns die nächste... Oh! Sehr schön, die Stadt gehört jetzt mir. Und die Monster greifen mich an. Automatischer Kampf. Sie haben die Schlacht natürlich gewonnen. Freue ich mich mit meiner Kriegsherrin, dann kann ich mich wenigstens hier weiter annähern. Und da ich jetzt diese Stadt hier habe, kann ich mich mal gleich hier reinziehen. Oh nein. Abbruch. Moment mal, das ist ja gelb jetzt. Das ist ja mein Verbündeter. Den wollen wir natürlich nicht angreifen. Dann verhalten wir uns einfach mal nur in seiner Stadt auf. Oder wir können mal fragen, ob ich die Stadt bekommen kann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Übersichtstafel, Diplomatie. Gucken wir mal, dass ich Diplomatie das Menü zeigen. Jetzt müssen wir mal Verbündete haben. Das ist der gelbe. Ich habe einen Vorschlag zu machen. Und zwar möchte ich gerne eine Stadt von dir haben. Was irren da? Moment. Ich muss mal kurz nachgucken, wie hieß diese Stadt? Irdendal. Ja, genau, Irdendal. Also nochmal. Gustav. Gustav, ich habe einen Vorschlag zu machen. Ich möchte eine Stadt von dir haben. Und zwar möchte ich Irdendal haben hinzufügen. Ich verlange Irdendal. Und ich biete dir... Ich biete dir... Was biete ich dir? Einen Einhorn-Patriarch, weil der legendär ist. Oder ich biete dir Ressourcen. Ich habe eigentlich jede Menge Gold. Ich kann ihm mal vorschlagen, dass ich ihm 20 Gold pro Runde gebe. Ja, so 27 Gold. Ja, Vorschlag schicken. Mal gucken, was er dann dazu sagt. Ich hoffe ja, weil ich will die Stadt haben. Ich will meine Grenze selber verteidigen und nicht irgendwie von dir bekommen. Und dann beenden wir die Runde. Und ein neuer Tag bricht an. Und meine Armee wird nicht angegriffen, aber sie gehen immer rum. Machen das mal automatisch. Gewinnen wir sowieso. Jawohl. Wir waren siegreich. Können was Neues erforschen. Berserker produzieren. So gefällt mir das. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Ha, ihr seid ein Narr. So etwas ist überhaupt vorzuschlagen. Warum hasst er mich? Ich habe deren Verbündeten überhaupt gar nicht den Krieg erklärt. Und fallen mir jetzt die Zwerge auch noch in den Rücken? Ich habe deinen Verbündeten den Krieg erklärt. Ich kann doch nichts dafür. Gut, dann müssen wir irgendwas Neues machen. Ich glaube, wir geben ihnen einfach mal was. Wir machen ihnen ein Geschenk, um ihm besser zu stimmen. Wir geben ihm mal 200 Gold, 220 Gold. Und... Wow. 52 Mana. Einfach mal so Geschenk schenken. Machen wir mal glücklich. Schicken wir mal ein kleines Geschenk dafür, dass er unsere Truppen zur Verstärkung gebracht hat. Wobei ich nicht glaube, dass die auf ewig Truppen für meine Verstärkung da sind. Wir können nochmal Bogenschützen bauen, das wäre ganz clever. Und ich könnte hier angreifen. Das mache ich jetzt auch. Sieg ist sehr wahrscheinlich, manueller Kampf.
machen wir mal was hier in dieser Episode und nicht nur irgendwie langweilige Diplomatie, die sich eh keiner schert. Da streckt sich das Kätzchen. Drachen herkommen. Das Kätzchen hat sich gestreckt. Die Feuerbombe wird abgefeuert. Und wir sind dran. Das ist eine Katze. Ah ne, das ist ein Wolf, ein Winterwolf oder sowas. Jo. Ziehen wir hier hin. Holen unsere Muskete raus und erschießen sie. Fast. Ziehen wir nochmal hier hin und erschießen sie. Jawohl. Elfen kommen hier hin. Und ihr kommt hier hin. Ihr zieht bei hier hin. Und ihr zieht hier. Und schießt mal mit eurem Blitz. Einmal Schockbolzen bitte zum Mitnehmen. Und die Kampfrunde beendet. Und die Flugeinheiten ziehen natürlich. Was für ein krasser Schaden. Aua! Aua! Bogenschützen! Tötet diese fliegende Einheit! Wirft die Burschen zu Boden! Und ihr greift hier an. Schön in die Flanke und das zweite Mal auch nochmal ordentlich. Und ihr macht hier diese Draconia-Flieger platt. Kann er nicht angehen. Die hauen auch zu. Ich werde hier diese Draconia-Weisen platt machen. Denen wird ihr der Weisheitszahn gezogen. Okay, und jetzt hier Edward. 24 Schaden, komm. 21. Lebt noch, verdammt. Und wir beenden uns. Ich verliere jetzt ein paar Elfen. Wir werden jetzt verbrannt. Okay, Bogenschützen. Schießt. Erledigt sie. Feuer! Da habe ich die Drachen erledigt. Wenigstens noch meine Bogenschützen gerettet. Weil das wäre fatal, wenn auch nur meine Bogenschützen down gewesen wären. Ja, zwei Einheiten verloren, die haben vier verloren. Und wir halten den Dunkelbringer Edelstein. Gebäudetarnung. Belohnung mitnehmen. Nehmen wir einfach mal mit. Dollar kleiner Edelstein. Und unser Edward Porch mit seinen hochhackigen Stiefeln. Gut, der Reihplatz ist hier fertig. Und hier wird weiter gebaut. Hier wird auch weiter brav gebaut. Und hier können wir nochmal hier hochziehen. Monster erledigen. Machen wir auch einen manuellen Kampf draus. Dann haben wir wenigstens unser Gebiet schon mal sauber gemacht und können sie uns direkt auf diese neue Front konzentrieren. Und was sehen wir hier? Lava, das unter den interessantes Schlachtfeld, das habe ich auch noch nie gesehen. Dass da diese hier Lava entlang zieht. Ah, das sorgt natürlich dann für interessante Kämpfe. Wo man natürlich irgendwie gewisse Knotenpunkte dann herrichten. Netzwurf. 50%. Mit Königin erledigen könnten, in diesem Netzwurf, das wär's natürlich. Bestätigen mit Rechtsklick, glaube ich. Ja? Bestätigen mit Rechtsklick. Oh. Netzwurf widerstanden. Okay, es war ein Versuch wert. Bringen wir jetzt die Spinnen um. Erstmal mit diesem Bogen. Oh, der macht nicht so viel Schaden. Komm, Nahkampf. Bleibt uns eh nichts anderes übrig.
wir haben ja hier immer noch Bogenschützen, die entsprechend mehr Schaden machen. Die ziehen wir hier ein bisschen vor. Hier ziehen wir die entlang, weil da kommen noch Spinnen von der Flanke an. Und die Flanke bleibt hier stehen. Und die Raptoren ziehen wir auch mal hier hin. Und dann rennen wir die runter. Oh nein! Ah, hoffentlich haben die Monsterjäger was gelernt, weil so kann man auch die Leute einspinnen. Wir ziehen erstmal eins hier hin. Können dann Schaden machen. Glücklicher Treffer. So gefällt mir das. Dann können wir nie nochmal Schaden machen. Dreimal. Bringen die große Königin um. Sie ist down. Kavallerie zieht hier entlang. Bogenschützen brauche ich nicht mehr bewegen. Und hier kann ich einen Sturmangriff auf diese Spinnen machen. Noch ein bisschen Leben rauben, aber das war's. Und das war's auch mit diesen Spinnen. Ihr seid immer noch eingesponnen. Ja, ruht euch ruhig aus. Ihr habt ja eh noch nichts großartig gerissen. Zieh mal hier hin. Feuer mal deine schwere Armbrust ab. Sehr schön. Du machst mal einen Sturmangriff. Sehr schön. Damit war es das mit den Spinnen. Ja. So gefällt mir das. Die Monsterhöhle war einfach mal und wir haben den Kopftuch der Aufmerksamkeit und erhält uns plus 1 magische Resistenz. Nehmen wir die Belohnung mit. Und ich glaube, wir haben ja jetzt im Moment, habe ich das schon gewählt? Kriegerehre. Habe ich die Fähigkeit schon gewählt? Ansonsten wähle ich sie jetzt. Erstschlag, Rüstungsdurchschlag, bewältigen. Welle erklettern. Vernichter der. Offenbar habe ich die schon der Armee gewählt. Dementsprechend brauche ich die Mütze ja auch nicht mehr. Würde neben dem Befehl zum Sturmangriff. Damit erhalten alle meine Einheiten Sturmangriff. Ja, ich habe ja, das durch den globalen Zauber. Dadurch sind ja die Einheitenkosten auch geringer. Gut. Was hat eigentlich unsere Diplomatie? Was hat unsere Diplomatie eigentlich erbracht? Gustav. Trotz unserer Meinungsverschiedenheiten ist unser Bündnis sinnvoll. Lassen wir die Diplomatie. Ah ja, erst in der nächsten Runde kriegen wir dann ein Ergebnis. Er hat uns einen Vorschlag angenommen. In Ordnung, einverstanden. Eine neutrale Erwiderung. Mag uns jetzt mehr, irgendwie. Ihr bietet 52 Mana pro Runde. Moment mal, 52 Mana pro Runde? Das kann man doch nie im Leben aufrechterhalten. Und einen Vorschlag machen. Ich wollte eigentlich nicht Mana pro Runde haben. Oh. Ja. Tut mir leid. Diplomatie verlassen. Hoffentlich fällt uns der Zwerg nicht in den Rücken. Weil wir was Zwergisches machen. Ziehen wir dann mit unserer Armee weiter hier hin. Und hier sind Einhörner, die das hier verteidigen. Einhörnchen. Dann nehmen wir jetzt noch hier diesen Turm ein. Machen das Ganze mal automatisch. Wir gewinnen die Schlacht, verlieren unsere Bogenschützen, aber sehen mehr von der Karte. Au, das Kastell ist gut geschützt. Und hier haben wir jede Menge Menschenmagier. Ja, ich sollte mich zurückziehen mit Edward, weil ich habe keine großartige Schlagkraft mehr mit ihm. Und hier sollte ich mal anfangen, um ein paar Einheiten zu beschwören, zu bauen. Zum Beispiel Zwergen, Armbrustschützen und Axtschwinger.
Die Schürfe brauche ich nicht wirklich, aber ich kann meinen Helm noch verbessern. Das gefällt mir. Und wir werden wahrscheinlich bald belagern, also nehmen wir diese Verbesserung und beschwören Belagerungsmaschinen. Danke sehr. Jawohl, ab in die nächste Runde. Und wir können Berserker bauen, Elfenberserker. Bürgerwehr formieren, es werden Freischäler-Einheiten in der Stadt aufgestellt, kostet. Aha. Das ist ein neuer Zauber, den wir können. Und wir können was Neues erforschen und das sollten wir auch tun. Und zwar die Monsterjäger schwören. Zwei Runden wäre das fertig. Und Edward kann sich weiter zurückziehen. Und du hier ziehst dich auf unsere Armee zu und wir machen einen manuellen Kampf draus. Töten wir mal ein paar Einhörner und sammeln deren Blut. Weil wir sind ja elf. Das machen Elfen in ihrer Freizeit. Einhörner sammeln. Töten und ihr Blut sammeln. Kommen sie an mit wunderschönen Einhörnern und Regenbögen schießen aus ihren Ärschen. Warum machen sie nicht einfach Phasengang und greifen mich gleich an? Aber gut, erstmal die Piken drauf. Um eh mehr Schaden gegen. Pam, Erstschlag. Die machen nicht mal richtig viel Schaden. Das tut mir eigentlich schon fast leid, die Zelle. Glücklicher Treffer, tot. Monsterjäger. Netzt sie ein. Komm, 44% Chance. Widerstanden. Toll. Und hier, Sturmangriff. Und hier, Sturmangriff. Und hier die Flanke. Auch Sturmangriff. So war es in der Art. Und Kampfrunde beenden. Bam. Ins Gesicht. Und hier erledigt sie. So, haben wir mal ein paar Einhörner nur zu unserem eigenen Vergnügen umgebracht. Das gefällt uns. Und wir sehen irgendwas Neues. Ich glaube, hier haben wir was aufgedeckt. Hier ist eine Stadt. Oszillationsjuwel zurückholen. Das ist die Stadt, wo wir hin müssen. Sie gehört Gustav Grossmog. Moment mal. Ist Gustav nicht unser Verbündeter? Ja, der wird uns in den Rücken fallen. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, warte mal eine Runde. Hier kommt hier weiter raus. Ja. Es tut mir eigentlich schon fast weh, ihn dann umbringen zu müssen. Ja, nächste Runde bitte. Wir können jetzt Monsterjäger produzieren und können eine neue Forschung wählen. Bogenschützenreiter produzieren oder jetzt endlich mal Kriegskunst erlernen. Wir ziehen uns in unsere Stadt zurück und sammeln uns erstmal. Du hier musst wieder durchs Gebirge reiten. Jo. Und nachdem du das hier gebaut hast, könntest du mal einen Hochelfen-Siedler bauen. Das wäre sehr hilfreich. Und wir müssen ein weiteres Kastell errichten und das können wir dann natürlich hier mit diesem Zwergen-Baumeister, der dann auch fertig wäre. Nächste Runde! Wir wählen ein neues Talent zur Forschung ein. Das wird die Kriegskunst 2 sein. Ich kann hier meine Elfen noch ein bisschen weiterziehen. Aber, wenn ich auf die Uhr schaue, ist es schon wieder an der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir da denn die nächste Folge wieder weiter. Age of Wonders 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald.